Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge von Good Old Times mit SimCity 4. Und ich habe mich ein wenig informiert, wie ich denn diesen Yachthafen drehen kann. Wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Dazu möchte ich vorher aber gerne diese Straße hier abreisen. Oder? Nee, Moment. Wir könnten 1, 2, 3, wir könnten auch bis hier gehen. So, ich kann nämlich mit Ende drehen. Ist das hier zu steil? Oh, okay. Tatsächlich sehr, sehr, sehr steil. So. Aber das kriegen wir alles hin. So, ich hoffe, dass da jetzt ein paar Schiffe dann reinkommen. Werden wir sehen. So, wir haben sehr viele Einnahmen. Okay. Was können wir denn? Die Stadt finanziert ein Programm zur Unterstützung des sparsamen Wasserverbrauchs. Was ist denn das hier? Die Bürger werden auf dem Gebiet der Herz-Lungen-Reanimation gesucht. Dies kann Gesundheit und Wohlergehen der Sims verbessern. Das könnten wir anmachen. Nachbarschaftswache, Tourismusförderprogramm. Ach du Scheiße, was gibt's denn da alles? Energiesparmaßnahmen, nee, Fahrgemeinschaft, Pendelverkehrverordnung zur Luftreinheit. Die Stadt legt der Industrie ein Programm zur Etablierung von Luftreinheitsstandards auf. Die Luftverschmutzung wird hierdurch reduziert. Dies wird jedoch Auswirkungen auf die industrielle Nachfrage haben. Was ist das? Die Stadt ruft ein Programm zur Verringerung der Smog-Emissionen von Autos auf. Das verringert die Verschmutzung in Städten mit starkem Verkehr. Reifenweiterverarbeitungsprogramm. Städtisches Programm zur Wiederverwendung alter Reifen produziert die Umweltverschmutzung. Was? Reduziert die Umweltverschmutzung und den unangebrachten Gebrauch als Kinderschaukel oder zum. Vielleicht ist noch, das ist auch so teuer. Ja, okay, das können wir alles machen. Casino, Giftmülldeponie, genau, weil das bringt uns ja so viel ein. Oh, Maut 3, wow. So, was haben wir hier noch alles? Feuerwehr vielleicht auf 55. Öffentliche Angelegenheiten, da war ich gerade schon drin. Wie sieht's denn hier aus bei der Gesundheit? Ich will auf 900 knapp kommen. Ah, perfekt, gut. Wir machen 700 plus im Jahr. Das ist angebracht, finde ich. Ja. Oh je, der Verkehr, Leute, ihr sollt auch nicht hier lang fahren, ihr Dödel. Ja, Feuergefahr. Okay,
Bildung. Die Bildung wird zu langsam hier unten. Aber die Frage ist, warum wird die nur da unten so? Landwert. Okay, der sinkt da natürlich, ist klar. Nee, dann setzen wir aber hier nochmal ein paar Wohngegenden rein. Wir können es auch so machen. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9. Das wäre dann hier. So, ist hier Wasser? Ja. Ihr möchtet ja alle schwach, also kriegt ihr das auch. Wir gehen mal von der Straße hier weg. So. Lol. Das ist falsch. Schnell, alle dorthin. Feuer. Hilf den Katzen. Nein, ihr sollt jetzt da löschen. Ihr löscht jetzt da bitte erstmal alle. So, das Dead End hier können wir wegmachen. So, ihr bekommt aber, weil ihr so dicht an der Industrie wohnt, noch einen. Ups, der ist vielleicht ein bisschen zu groß. Bekommt ihr so einen hier rein? Und weil ihr noch dichter an der Industrie wohnt, kriegt ihr sowas. Ah! Siehst du mal? Nachfrage an Hightech steigt. Ja. Ja. Wir könnten eins mal, wir könnten diese Straße verlängern. Moment. Abreißen nochmal das Ganze. Wenn ich das so richtig sehe, könnte Hightech auch hier runter. Hier möchten sie gern am liebsten sein. Oh, nein. Hier möchten sie gerne am liebsten sein. Wie machen wir das jetzt? Ich würde es am besten so machen und dann setzen wir hier stark rein. Oh. Aber natürlich ohne dieses Mittelding da. Was soll das denn? So, da bin ich jetzt gespannt.
Was haben wir denn alles noch so offen, was wir verbauen können? Wir haben einmal das Atomkraftwerk. Hier haben wir alles. Hier haben wir auch alles. So, was haben wir hier? Ein Yachthafen. Ja gut, den kriegen wir sowieso nicht. Leuchtturm. Gebetshaus habe ich schon. Country Club. Die Uni haben wir noch. Radiosender. Zweitligastadion. Epidemie. Das wäre ein Raum. Raumhafen, okay. Modernes Forschungszentrum, das haben wir ja schon. Eine Börse. Boah. Stadtgröße 110.000. Oh. Okay. Gut, schnell speichern. So, ich glaube, ich möchte... Nein, ich möchte gerne den... Fuck, welches Ding hatte ich denn? Onkel Winnie hat eine Aufgabe für dich. Nee, dann möchte ich gern das da. Weil ich glaube, die Aufgabe für Onkel Winnie, die habe ich schon erledigt. Aber ich möchte natürlich nicht gleiche Aufgaben machen. Ist ja langweilig. Gott sei Dank müssen wir nicht so weit fahren, oder? Ja. Mal schauen, vielleicht mache ich da Einbahnstraßen raus. Bringt das Paket zur Deponie. Okay, jetzt bin ich aber mir nicht mehr sicher, ob ich das doch nicht schon hatte. Werden wir gleich sehen. Verfolgt die Polizei mich? Oh, da haben sie zwei Hightech-Industrien hingebaut. Aha. Sehr schön. Wir sind hier mal auf dem Überholkurs, denn der Müllwagen transportiert wichtige Sachen. Ah, okay. Die besondere Müllladung ist das Giftmülldeponie. Das wissen wir jetzt auch. So, ihr habt jetzt bestimmt überhaupt kein Interesse mehr an Hightech, das war mir schon fast klar. Warum war mir das klar? Ausgerutscht auf Lama-Mist. Verdächtiger Ambulanzfahrer. Schauen wir, wo wir überhaupt hin müssen. Wir müssen ganz an den Kartenrand. Okay. Was ist das? Ist das am Ende der Schnellstraße? Ich sehe es gar nicht. Ist das über der Mülldeponie noch? Okay, wir müssen bloß aufpassen, dass uns kein LKW reinfährt. Wow.
hat ja super geklappt. Jetzt schnell zum Anwalt. Ich hab einen Krankenwagen zum Anwalt. Da muss ja schon irgendwas faul sein. Ist jetzt gerade ein LKW gespawnt. Wow! Hallo? Lass doch nicht deinen blöden Trailer einfach... Lass doch deinen bescheuerten Trailer nicht einfach los. Oh yeah. Schon dumme Autofahrer auf dieser Welt. Soll ich mal so eine Polizeimission machen? Nein, ich will keine Testfahrt machen. Nein, auf der Spur will ich auch nicht machen. Fang den Räuber, klingt doch gut. Alles klar. Wisst ihr, wo der ist? Der ist ganz oben an der Militärbasis. Oh yeah. Ah, der bewegt sich. Ist natürlich interessant. Aber das heißt, wir werden den irgendwo... Oh, scheiße, wir werden dem wahrscheinlich genau auf der Brücke entgegenkommen. Nee, er fährt gerade über die Brücke. Oh, jetzt bei den LKWs müssen wir mal wieder aufpassen. So, wo? Ich hab's genau gesehen. Ah. Du bist im Schritt näher am Freispielen des Luxuspolizeiers. Spiele weiter diese Polizeimission, du Superpolizist. Alles klar. Bericht über Störung. Wäre vielleicht ein nächster Schritt bei der Größe von Stadt vielleicht schon ein Flughafen? Bürgermeister der ruhigen Hand. Oh je, was ist denn jetzt schon wieder? Hallo, ist jemand zu Hause? Was ist los mit Ihnen, Bürgermeister? Haben Sie... Während der Kartoffelhausen abbrennt. Habt ihr zu wenig Feuerwache? Oh ja, habt ihr. Was kostet die Kleine? Würde ich aber fast sagen, dass hier oben eine kleine reicht. Hm, vielleicht auch nicht. Hier. Ich glaube eher hier, ja. Und die hier müssen wir verschieben auf... ja, würde ich fast schon sagen, nach hier. Schiff Ahoi, neues Leuchtfeuer in Sicht. Kartoffelhausen wird seefest mit einem neuen Seehafen. What? Ein Leuchtturm. Okay. Äh.
ist denn da drin? Gebäudeunterhaltung? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal eins. Und zwar bauen wir hier nun endlich aus. So. Dass die Straße wird erneuert. Die Bushaltestelle wird verschoben nach hier. Und das Ganze wird von hier nach hier gebaut. So. Aha. Oh, 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 okay, sie merken, es tut sich was. Attraktivität von dem normalen. Okay, das könnten wir zur Not auch noch hier hinsetzen. Weil da möchte ja so oder so niemand hin. Das heißt, ihr bekommt hier durchschnittliches Gewerbegebiet. Industriegebiet, Entschuldigung. So, was ist noch hoch im Rennen? Mittleres Gewerbegebiet. Mittleres Gewerbegebiet. Das ist einmal das und einmal das. Könnten wir die hier reinsetzen? Könnten wir machen, wenn wir wollten. Werden wir wahrscheinlich auch also durchschnittliches. Machen wir mal hier. Ja, das kann man mittlerweile auch wegmachen. Und das hier glaube ich auch. So, jetzt sinkt es natürlich wieder, ist klar. Und Wohneinheiten. Ja, das ist immer wieder logisch. Dass ihr schon wieder Wohnungen braucht. Wer schreit denn nicht nach Wohnungen? Hier haben wir nur ein Dreierfeld. Das wäre natürlich die maximale Ausnutzung, die wir da hätten. Ach, liebe Leute, seid doch nicht so blöd, bitte. Aber wenn ihr wollt, wenn ihr hier gern fahrt, dann baue ich euch das auch gern aus. Wie ihr möchtet. So. Nee, das will ich nicht. Das haben wir ja schon alles. Warum soll ich das Ganze nochmal machen? Ich glaube, wir haben da hinten kein Wasser, genau. Wasser haben wir noch genug, Energie ist runtergesetzt, passt auch. Was ist jetzt schon wieder Minus? Bürgermeister mit ruhiger Hand, ja, das haben wir jetzt. Läden verschwinden auf mysteriöse Art und Weise, berichtet erstaunter Niklas Neumann. Ich hatte davon schon in den Zeitschriften gelesen, die sie
an den Supermarktkassen verkaufen. Bürgermeister, Sie wissen schon von diesen Gebäuden, die einfach plopp machen und dann nicht mehr da sind. Und jetzt ist dasselbe mit den Gebäuden passiert, in dem ich früher gearbeitet habe. Plopp und weg war es. Tja, ich... ja, dann... hallo? Hier wird eine Straße gebaut. Das Haus von den Sims ändern. Den Job des Sims ändern. Du schaffst... im... Hafen. So, und du wohnst... irgendwo hier. Wo ist denn überhaupt noch was frei? Bildung gering. Bildung hoch. Das hört sich doch schon mal. Dann schicken wir dich mal dahin. So, du bist unterwegs mit. Mit sowas natürlich. Nein, will ich nicht. Okay. Du bist so unterwegs, natürlich. Gut. Bildung 115. Dann könnten wir ja schon... Wir könnten auch einen neuen Sim einstellen. Und zwar... hier. Fabian Flieger... Und du schaffst... Hallo? Ah nein, Arbeitsplatz wechseln. Du schaffst natürlich da. So, mit was bist du unterwegs? Du bist natürlich mit sowas unterwegs. Und zu Fuß mit dem Fahrrad. Perfekt. Gut, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.